Moin Moin, Kapitäne und Kadetten. Herzlich willkommen zu einem neuen Teil der Marineakademie mit der Erdnuss. Ja, heute wollen wir uns mal mit was ganz Besonderem beschäftigen. Und zwar den Schlachtschiffen. Ich weiß, viele glauben ja sowieso, es ist World of Battleships, aber es ist eigentlich World of Warships. Das heißt, es gibt auch noch andere Klassen wie die Zerstörer, die Kreuzer, die Flugzeugträger. Aber heute, wie gesagt, ein kleines Special über die Schlachtschiffe am Beispiel der South Carolina. Ja, die South Carolina ist das erste Schlachtschiff, das uns zur Verfügung stehen wird auf Tier 3. Gehört zur amerikanischen Linie. Wir finden das, wie gesagt, hier bei den Amerikanern. Von der Erie zur Chester, zur St. Louis und von dort geht es dann rüber auf die South Carolina. Ja, ein sehr nettes Schiffchen und schauen wir uns mal kurz die Details an. Die Besonderheiten der Schlachtschiffe im Generellen. Wir haben relativ viele Hitpoints. Eigentlich so viele wie keine andere Klasse, mal abgesehen vielleicht noch von den Flugzeugträgern. Und was sehr, sehr wichtig ist, wir haben von allen Schiffen natürlich mit Abstand die beste Panzerung. Das heißt, wenn wir uns richtig anstellen, dann können wir eigentlich sehr, sehr viel Schaden vermeiden, indem der einfach bei uns an der Panzerung abprallt und so gut wie keinen Schaden machen wird. Ja, wie gesagt, wir haben sehr viele Hitpoints, 29.000 bei einer South Carolina im Stockzustand. Und der Hauptgrund, warum die Leute Schlachtschiffe gerne spielen, ist natürlich die Hauptbatterie. Wir haben jetzt zum Beispiel bei diesem kleinen Tier 3 Schiffchen schon 4x2 305mm Kanonen. Schauen wir uns die mal kurz an. Und das sind natürlich diese dicken Dinger. Und wie wir sehen, die machen natürlich auch richtig ordentlich Wumms und ordentlich Schaden. Mit einer HI-Granate erzielen wir einen Höchstschaden von 4100. Und bei AP-Granaten einen Höchstschaden von 8100 Punkten und das bei einer Feuerreichweite von 10,2 Kilometern. Das ist richtig ordentlich für die drei. Ja, das Ganze kommt natürlich mit einem großen, großen Nachteil, denn wir sind langsam und nicht wirklich manövrierfähig. Also zumindest nicht im Vergleich zu Klassen wie Kreuzern oder zum Beispiel den Zerstörern. Wir sehen das hier, wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 16,2 Knoten im Stockzustand. Das wird mit den Upgrades ein bisschen mehr, aber ist nicht wirklich schnell. Der Wendekreis oder der Wendekreisradius mit 480 Metern ist noch relativ gut, aber die Ruderstellzeit von 19,5 Sekunden macht uns natürlich schon ein bisschen träge und es dauert ein ganzes Weilchen, bis wir um die Kurve kommen. Ja, schauen wir uns mal kurz das Schiffchen mit seinen Modulen an, was wir da so alles einbauen können. Wir haben folgende Upgrades zur Verfügung. Das eine ist immer ein Motor-Upgrade, was uns natürlich ein bisschen mehr Leistung gibt und dann die Geschwindigkeit von den 16 Knoten immerhin auf 18,4 Knoten anhebt. Das ist schon eine schöne Steigerung, allerdings ist man damit immer noch langsamer als ein St. Louis und die wird generell schon von den meisten Spielern als recht langsam empfunden. Ja, dann gibt es ein Rumpf-Upgrade, was dazu führt, dass wir ein bisschen Flak dazu kriegen und ein bisschen manövrierbarer werden. Also die Ruderstellzeit, glaube ich, verringert sich da ein bisschen. Das wird leider nicht hier angezeigt. Und wir können dann mit dem verbesserten Rumpf auch eine verbesserte Feuerleitanlage installieren, die dann unsere Schussentfernung nochmal auf 11,2 Kilometer erhöht. Und da liegen wir natürlich auf Tier 3 im vorderen Bereich, weil zum Beispiel eine St. Louis, die kann nur auf 10,4 Kilometer schießen. Oder die japanische Kawachi nur auf 9,8 Kilometer, glaube ich, war das. Ja, das heißt, wir können also im Zweifelsfall Gegner beschießen, ohne dass die uns wirklich Schaden zufügen können, weil sie halt außerhalb unserer Reichweite sind oder ihrer Reichweite sind. Ja, schauen wir mal kurz an, was wir hier für Module einbauen können. Zum einen die Verbesserung. Es gibt hier was für die Sekundärbatterien. Oder halt für die Hauptbatterien. Und da ist natürlich ganz klar, im Zweifelsfall bauen wir natürlich die Verbesserung für die Hauptbatterien ein. Weil wir da natürlich dann viel seltener Turmausfälle erleiden müssen. Oder wenn ein Turm mal beschädigt wird, dann wird er natürlich schneller repariert. Und genauso ganz wichtig, die Chance einer Munitionsbunker-Detonation, die uns sofort rausnehmen würde, wird um 20% gesenkt. Ja, zu den anderen Verbesserungen. Die nächste, das wäre entweder ein Schadensbegrenzungssystem, was die Chance eines Wassereinbruchs um ein paar Prozent verringert oder halt die Brandwahrscheinlichkeit um 5% senkt.
Und das ist eigentlich ganz klar, das ist schon relativ interessant. Vor allem da ja von den Kreuzern zum Beispiel sehr, sehr viel mit HE durch die Gegend geschossen wird. Und wir nicht die ganze Zeit als brennendes Signalfeuer durch die Gegend schippern wollen, ist wahrscheinlich das Schadensbegrenzungssystem da schon die beste Sache, die wir einbauen können. Alternativ gäbe es natürlich noch was für den Antrieb, damit der Antrieb nicht so leicht ausfällt, oder das Steuergetriebe, also das Ruder, um unsere Manövrierfähigkeit zu erhalten. Aber wie gesagt, Brände haben sich in letzter Zeit so ein bisschen als schlimmer herausgestellt. Rate ich jedem auf jeden Fall, dieses Ding zu verbauen. Bringt wirklich was. Sollte man auf jeden Fall machen. Ja, die Verbrauchsmaterialien. Und da kommen wir jetzt gleich zu einer Besonderheit der Schlachtschiffe. Denn Schlachtschiffe haben eine Reparaturmannschaft. Das ist die Taste T. Und diese Reparaturmannschaft gestattet es uns, dass wir einen Teil unserer verlorenen Hitpoints, also Schaden, den wir genommen haben, wieder reparieren und wiederherstellen. Das heißt, wir können uns also quasi selber heilen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und wenn wir es richtig anstellen, kann uns das manchmal schon den Kahn retten und uns vom Absaufen bewahren. Ja, und wie gesagt, wir sind die Dicksten, wir brauchen das und wir haben das. Ja, und natürlich auch das Schadensbegrenzungsteam, das allerdings beim Schlachtschiff eine Standardabklingzeit hat von 120 Sekunden. Das ist relativ lange. Mal vergleichen, zum Beispiel beim Zerstörer liegt diese Zeit bei 60 Sekunden, die ja benötigt wird, um jetzt zum Beispiel Brände zu löschen oder Flutungen zu stoppen. Und da empfehle ich eigentlich jedem, immer das Schadensbegrenzungsteam 2, also das Verbesserte, mitzunehmen, weil das die Zeit dann immerhin runterdrückt auf 80 Sekunden. Und ja, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, ob man das nicht wirklich mitnehmen will. Weil die Credits finde ich meistens sehr, sehr gut investiert, da man so sehr, sehr viel Schaden vermeiden kann, weil wir werden trotz Kapitänskills und hast du nicht gesehen, relativ oft brennen. Deswegen auf jeden Fall mitnehmen. So, jetzt kurz zu den Kapitänskills. Dann nehme ich aber jetzt mal kurz meinen Kapitän von der Wyoming, weil der schon ein paar Pünktchen mehr hat. Schauen wir uns das mal kurz an. Was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall Grundlagen der Überlebensfähigkeit. Das heißt nämlich, dass die Brände um 15% schneller gelöscht werden, Lecks um 15% schneller ausgepumpt werden. Also das hilft uns auf jeden Fall, Schaden zu mitigieren, also sprich zu absorbieren und halt nicht abzubrennen oder abzusaufen. Deswegen auf jeden Fall, das ist eigentlich einer der Basis-Skills, die wir mitnehmen müssen. Dann gibt es hier die Schießgrundausbildung, was unsere Flak-Effektivität um 10% erhöhen würde. Und die Nachladezeit für Geschütze bis Kaliber 155 mm um 10% senkt. Es ist so, Schlachtschiffe besitzen ja in der Regel eine relativ gute Flugabwehr. Zwar nicht die beste im Spiel, aber eine relativ gute. Genauso was und außerdem genauso eine Sekundärbatterie, die halt nur auf kurze Distanz feuert und das wird halt auch von der KI gesteuert. Das heißt, da brauchen wir uns gar nicht selber drum kümmern. Aber sollte man zumindest dann ab Tier 4, Tier 5 irgendwann mal das Pünktchen ausgeben, um das zu steigern. Denn es wird insbesondere dann im höheren Tierbereich, wenn dann auch Flugzeuge eine größere Rolle spielen, eure Überlebensfähigkeit auf jeden Fall steigern. Ja, nächster Punkt wäre vielleicht der Ladeexperte. Das senkt nämlich eure Nachladezeit beim Wechsel des Granatentyps um 30%, sofern ihr schon vorgeladen habt. Das heißt, normalerweise schießt das Schlachtschiff ja mit panzerbrechender Munition, also sprich Armor Piercing, weil wir damit halt einfach den größten Schaden machen. Nur ist es halt so, manchmal wechselt man doch lieber auf HE, wenn es zum Beispiel darum geht, kleine Ziele zu bekämpfen, wie zum Beispiel einen Zerstörer, der da um uns rumkurvt, einfach deswegen, um ihm halt zum Beispiel Module kaputt zu schießen. Und da sind wir mit HE natürlich viel, viel besser dran. Und wenn ihr diesen Skill habt, dann reduziert sich halt die Nachladezeit von gut 30 Sekunden auf 20 Sekunden. Allerdings muss natürlich dann schon vorgeladen sein, damit das wirksam ist.
So, auf Tier 2. Ein sehr, sehr wichtiger Skill ist der Brandschutz, der nochmal die Brandwahrscheinlichkeit um 7% senkt. Ist also auch auf jeden Fall einer der Pflichtskills, die ihr euch gleich mit am Anfang holen solltet. Denn keiner brennt gerne. Und wie gesagt, 7% weniger Brandwahrscheinlichkeit, man merkt es auf jeden Fall spürbar. Wer dann nochmal kumulativ mit dem Schadensbegrenzungs Verbesserungsmodul, sodass wir damit dann schon auf 12% runterkommen würden. Ja, dann der Zielexperte ist vielleicht ganz nett, auch einer der sehr wichtigen Skills, da eure Türme dann um 0,7 Grad pro Sekunde schneller drehen, bei Kalibern über 155 mm. Das heißt für euch, ja, wenn ihr mal eine Wende fahrt, also eine Kehre, also sprich einen harten Kurswechsel, dann hilft euch das natürlich, schneller eure Türmchen wieder auf das Ziel zu richten. Sollte man auf jeden Fall auch mitnehmen, sobald man dann die Punkte dann über hat. So, auch wieder einer der, ja, Must-Have-Skills nenne ich es jetzt mal fast. Das wäre die höchste Alarmbereitschaft. Denn das senkt nochmal die Nachladezeit eures Schadensbegrenzungstrupps um 10%. Und wie gesagt, wenn ihr einen Kreuzer habt, der euch die ganze Zeit mit HE eindeckt oder gar mehrere davon, dann werdet ihr relativ oft brennen. Und nichts ist schlimmer, als die Brände nicht bekämpfen zu können, beziehungsweise dann noch einen Wassereinbruch zu erleiden und dann voll zu laufen. Also wie gesagt, sollte man auf jeden Fall auch mitnehmen, meiner Meinung nach zumindest. Sind immerhin selbst beim verbesserten Modul nochmal 8 Sekunden, die wir uns da sparen können. Und 8 Sekunden an drei Stellen brennen, naja, das sind 900 mal 8, 7200 Schaden, die wir uns da sparen können, also auf jeden Fall einpacken. Ein anderer sehr interessanter Skill wäre eventuell noch die Wachsamkeit, was es euch ermöglichen würde, Torpedos um 20% früher zu entdecken. Gibt euch natürlich dann mehr Zeit auszuweichen. Kann man drüber nachdenken, wenn man die Punkte hat, auf jeden Fall durchaus eine denkbare Alternative oder denkbare optionaler Skill auf jeden Fall. Ja, die anderen beiden hier sind eher klassenspezifisch für Zerstörer und ja, Flugzeugträger. Was hier auch noch ganz interessant wäre, dann auf Tier 4, wäre wahrscheinlich die verbesserte Schießausbildung, was die Angriffsreichweite von Geschützen von 105 bis 155 mm um 20% erhöht. Gilt übrigens auch für Hauptbatterien von kleinkalibrigen Schiffen, wie zum Beispiel Zerstörern oder Leichenkreuzern. Aber da hat man meistens auch gar nicht die Punkte dann dafür. Und die Flakfeuerreichweite um 20% erhöht. Das heißt, wenn ein Flugzeug durch euren Flakkreis fliegt, mache ich auch irgendwo auch noch ein Special dazu, dann wird es halt mehr Schaden nehmen. Das heißt, es kommen wahrscheinlich weniger Flieger an, die bei euch Torpedos abwerfen. Somit müsst ihr weniger Torpedos ausweichen. Ja, super Sache. Dann wird es noch den Sprengmeister geben, plus 3% Brandwahrscheinlichkeit beim Zielen durch Granaten oder Bomben. Ja, 3%. War früher mal mehr, wurde mit der Einführung der Open Beta dann ein bisschen abgesenkt, um den Skill ein bisschen abzuschwächen. Muss man nicht unbedingt mitnehmen. So, auf Tier 5, was hätten wir noch? Eventuell der Tausendsasser, der nochmal die Nachladezeiten von allen Verbrauchsmaterialien um 10% senken würde. Also sprich eurer Reparaturmannschaft, also dass ihr Hitpoints wiederherstellen könnt, genauso wie der Schadensbegrenzungstrupp, dass ihr halt Feuer oder Brände, also Brände oder Wassereinbrüche stoppt. Vielleicht ganz nett. Tarnungsmeister würde eure Sichtbarkeit um 14% senken, aber ihr seid sowieso so weit zu sehen wie ein Leuchtturm, von daher die 14% was reißen, ich bezweifle es einfach mal. Ja, präventive Maßnahmen, 34% weniger Chance, Moduldamage zu erleiden. Ja, ganz nett, aber eigentlich meiner Meinung nach eher was für Zerstörer. Und eventuell noch ganz interessant wäre bei euch als Schlachtschiffkapitän die letzte Möglichkeit, was die Nachladezeit eurer Bewaffnungssysteme um 9% senkt, wenn eure Hitpoints unter 20% fallen. Schlachtschiffen bei 20% hat immer noch, naja, auf den höheren Tiers so 10 bis 20.000 Hitpoints. Das ist also schon noch eine ganze Menge. Das heißt, ihr habt auch ein bisschen Bandbreite, wo dann dieses Skill aktiv ist. Durchaus eine Option, nochmal so ein netter Damage Push.
Ja, doch, würde ich sagen. Ja, wie ihr euch mit dem Schlachtschiff jetzt am besten in der Praxis anstellt, würde ich sagen, schauen wir uns am besten mal in zwei folgenden Gefechten an, die ich mal aufgenommen habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Gefechtsteil. Bis gleich. So, wir befinden uns also hier mit unserer South Carolina in einem T3-Gefecht. Ja, Schlachtschiffe sind gleichmäßig verteilt auf beiden auf beiden Teams. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, ich befinde mich gleich am Anfang im Norden, entschließe mich also dazu, gleich mal eine Kehre nach links zu machen, um quasi auf der Grundlinie, auf der Achterlinie quasi nach unten zu fahren, damit ich schön meine Geschütze nach Steuerbord richten kann, um so auf den Gegner zu wirken. Es empfiehlt sich auch, am besten nicht immer mit maximaler Kraft zu fahren, sondern immer nur drei Viertel, um den Kurs sowie Geschwindigkeit immer ein bisschen variieren zu können, um es zum Beispiel Zerstörern ein bisschen schwerer zu machen, uns zu treffen. Oh, und da landen wir sofort einen schönen Hit auf die Chester. War ein Treffer auf die Zitadelle, also auf die gut gepanzerten Bereiche des Schiffs, und ihr habt gesehen, wir konnten dann natürlich unseren Maximalschaden von 8100 anbringen. Und ja, deswegen fährt man halt Schlachtschiffe, um viel Schaden zu machen. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Ja, und wunderbar, 9500 Schaden mit einer einzigen Salve. Das tut natürlich weh und er ist mit zwei Salven raus. Ganz wichtig, wenn ihr eure Panzerung richtig einsetzen wollt, lauft niemals quer zum Gegner, sondern versucht immer im spitzen Winkel zu fahren, also nach Möglichkeit so um die 45 Grad. Zum einen erhöht sich dadurch eure effektive Panzerung und ihr seid natürlich auch schwerer zu treffen. Ja, hier schieße ich jetzt auf den Zerstörer, auch wenn ich natürlich da wenig Aussichten habe, den zu treffen, aber er ist halt das nächste Ziel, das am nächsten dran ist. Und natürlich auch für uns sehr, sehr gefährlich, deswegen gehen wir den natürlich ein mit oder versuchen es zumindest. Und hier kommt der Henry um die Ecke. Laden noch kurz nach. Ja, immerhin ein, zwei Durchschläge, zwei Zieltreffer. Knapp 3000 Schaden, ganz ordentlich. Wobei so eine Tenryu natürlich sehr schwer zu treffen ist, da sie ein sehr niedriges Profil hat. Genauso wie die meisten Zerstörer. Ja, hier warte ich, bis er seine Kehre komplett abgeschlossen hat. Weil wenn er mir die Breitseite zeigt, ist es natürlich einfach gut zu treffen. Und die kommen gut. Oh, das tat weh. Auch wieder ein Zitadelltreffer und über 8000 Schaden. Beim Schlachtschiff ist es natürlich sehr, sehr wichtig, immer ein bisschen vorauszuplanen, wo man hinfährt und welche Ziele man bekämpft. Ja, momentan habe ich gerade nichts in Reichweite. Aber die gegnerische South Carolina scheint still zu stehen, macht sich dadurch natürlich zum sehr, sehr leichten Ziel. Also versuche ich jetzt, da die Distanz zum Gegner ein bisschen zu verringern, um in den Feuerreichweite zu kriegen. Ah, jetzt beginnt er zurückzusetzen. Deswegen ziehen wir ein bisschen nach hinten. Ja, das war leider nur ein Abpraller auf der Panzerung. Beim Steilfeuer auf amerikanische Schlachtschiffe ist es manchmal ein bisschen schwer, Zitadellentreffer zu landen, da die immer sehr gut gepanzerte Oberdecks haben.
aber immerhin nochmal zwei Zieltreffer. So, und jetzt warten wir hier auf die Chester, die hoffentlich gleich um die Ecke kommt. Ja, er scheint sich sehr viel Zeit zu lassen. Man sieht auf der Minimap auch, dass er seinen Kurs jetzt wieder mehr Richtung Südosten ändert. Und da sieht er sich natürlich einer großen Übermacht von uns gegenüber. Das heißt, ich brauche da gar nicht mehr weiterdrehen, sondern versuche jetzt einfach, mich wieder ein bisschen Richtung Norden zu orientieren. Natürlich müssen wir jetzt erstmal unsere Türme wieder in die richtige Position bringen. Und das können wir dadurch bewerkstelligen, dass wir Steuerung plus X drücken, um die Türme gleich in die richtige Richtung vorauszurichten, während wir uns noch drehen. Und vergesst natürlich nicht, mit Steuerung X justiert ihr die Türme, das heißt, bevor ihr schießt, müsst ihr diese Justierung auch wieder lösen. Ja, und hier fangen wir uns natürlich ein, da wir dem Gegner die Breitseite zeigen, während wir uns noch in der Wende befinden. Deswegen drehe ich jetzt natürlich weiter. Anstatt jetzt beizudrehen, um das Feuer auf den Gegner zu eröffnen, einfach um den Gegner immer einen schrägen Winkel von uns zu zeigen, was es ihm natürlich dann schwieriger macht, unsere Panzerung zu durchschlagen. Ja, keine Ahnung, wo diese Schüsse jetzt hingehen. Drehen wir wieder ein bisschen bei, um auf den Gegner wirken zu können. Karachi. Ja, immerhin ein Durchschlag mit 2600. Und da hat es ihn auch schon erwischt, 6700. Das hat natürlich wehgetan. So, und jetzt nutzen wir natürlich unsere Reparaturmannschaft, um unsere Hitpoints, die wir jetzt ein bisschen, ja, mit denen wir jetzt ein bisschen, ja, nicht gerade geknausert haben, wieder ein bisschen hochzukriegen. Und ihr seht, wie gesagt, ich laufe vom Gegner weg, um ihm so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Außerdem haben wir hier einen Zerstörer. Dem sollte man natürlich nicht die Breitseite zeigen. Ja, unsere Hauptziele sind natürlich primär gegnerische Kreuzer, da die am einfachsten für uns zu zerstören sind. Und da die natürlich auch eine sehr, sehr große Gefahr für unsere Zerstörer darstellen und für andere Kreuzer. Und je schneller die natürlich weg sind, umso besser. Ja, da hat er die ganze Arbeit geleistet. Oh, und hier ist eine Samson richtig mutig, geht in den Nahkampf mit einer South Carolina. Und hier macht er natürlich jetzt den Fehler, auf die South Carolina zuzudrehen, anstatt wieder hinter die Insel abzudrehen. Und da wird ihn jetzt wahrscheinlich die Sekundärartillerie unter Beschuss nehmen. Oh ja, und der ist auch schon gestorben. Ja, da die andere South Carolina immer noch hinter der Insel ist, werden wir uns erstmal um diese hier kümmern. Einmal eine schöne Breitseite bitte. Naja, nur 2000, aber immer. So, Canaris ist hinter der Insel vorgekommen. Dann wollen wir mal schauen, ob wir da noch was machen können. Naja, schießt auf unsere Verbündeten. Das ist gut für uns. Und ich ziele nach Möglichkeit auf den Bereich zwischen den Türmen, da sich dort, wie gesagt, die Zitadelle befindet. Und ja, das hat wehgetan. Jetzt hat er nur 800 Hitpoints.
Ja, und hier ist auch wieder ein sehr schönes Ziel für uns. Das Blue ist schön weich. Da kann man natürlich schöne Treffer landen. Ja, und wieder in die Zitadelle. Und noch zwei normale Durchschläge. Das hat wehgetan. Ja, und schon ist auch vorbei. Noch kurz zu den Ergebnissen. Also wir haben 132.000 Credits verdient. 5 Zitadellentreffer gelandet, das ist recht gut. 2 Gegner zerstört. Ja, von den Erfahrungspunkten her, wir haben 1154 Basiserfahrung. Haben recht gut abgeschnitten damit, würde ich sagen. Und ja, zum Schaden. Wir haben, ja, ein bisschen was über 60.000 an AP, also panzerbrechende Granatentreffer gelandet. Und ja, ein oder zweimal haben wir mit HE geschossen. Das ist vernachlässigbar. Ja, weiter geht's zum Gameplay Nummer 2. So, willkommen im zweiten Match. Auch wieder ein Tier-3-Gefecht mit unserer South Carolina. Ja, wie ihr seht, recht ausgewogene Teams. Diesmal haben wir ein Herrschaftsgefecht, Domination Map. Ja, diesmal starte ich auch wieder im Norden. Ich fahre wieder Richtung Süden, wie im ersten Gefecht auch. Gehe schon mal die Türmchen rüber. Ich habe natürlich gleich Panzerbrechen vorgeladen, weil das, wie gesagt, für uns eigentlich die Munition der Wahl ist. Ihr seht auch, ich zeige den Gegner nicht die Gereizseite, sondern ich versuche immer, naja, in einem 45 Grad Winkel mit Möglichkeit zu laufen, einfach um den Schaden, den wir nehmen, zu minimieren, dadurch, dass uns der Gegner A nicht treffen kann und B, wenn er uns trifft, naja, dass die Panzerung effektiv halt dann doch noch stärker ist. Ja, die gegnerische South Carolina ist leider noch out of range. Deswegen, das einzige, was wir momentan in Reichweite haben, ist eine kleine Umikaze. Ist nicht so das Ziel der Wahl für uns. Das überlassen wir mal lieber den Kreuzern. Aber hier kommt eine gegnerische St. Louis. Und da wollen wir gleich mal unser Glück probieren. Ah, es knallt schon herrlich, wenn die feuern. Naja, 3500 Schaden mit 2 Treffern. Gar nicht mal so schlecht. Ja, die scheinen so ein bisschen Probleme zu haben, wer denn jetzt als erster fahren darf. Also probieren wir nochmal unser Glück. Oh, das hat wehgetan. 13.000 Schaden. 13.000 Schaden. Na, das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, und jetzt kommt auch hier schon eine Chikuma um die Ecke. Der arme Kerl kriegt natürlich auch gleich mal ein bisschen was mit. Ah, doch nicht so viel. Ein Abpraller. Das sind also diese Pling-Ploing-Treffer, die nicht wirklich viel Schaden machen. Das heißt, dass unser Geschoss, wie gesagt, abgeprallt an seiner Panzerung. Ja, und eine zweite Salve, glaube ich, kriegen wir dann nicht mehr raus. Also richten wir jetzt unsere Türme schon wieder vor, auf die andere Seite, während wir die Kehre fahren. Ihr seht, sie drehen schon langsam bei, damit wir nach Möglichkeit dann auch wieder sofort schießen können. Ja, und da haben wir ihn auch schon erwischt. Mit 2-3 kleinen Treffern hat sie ihn auch dann schon zerlegt. Die restlichen Hitpoints sind weg. Dafür haben wir jetzt natürlich hier viele, viele Zerstörer. Ihr seht so ein bisschen an der Minimap,
Kurszeiger, dass ich jetzt natürlich sofort beginne, hier eine Kehre zu fahren. Ich natürlich keine Lust habe, mir von den Zerstörern ein paar Torpedos zu fangen. Und da sie für mich momentan am gefährlichsten sind, bekämpfe ich natürlich Zerstörer. Und tatsächlich, wir haben einen mal erwischt. Passiert nicht allzu oft. Ja, die Umikaze hat 8 Kilometer Torpedoreichweite, wie ihr ja aus der Akademie, dem Teil 2 wisst. Deswegen sehr gefährlich und deswegen schieße ich auch auf die. Und tatsächlich, auch die konnten wir sofort versenken. Ja, die Verbündeten haben mittlerweile den Süden sichern können für unser Team. Also können wir uns jetzt hier um die Gegner im Norden kümmern. Wir dürfen natürlich nicht zu weit vorfahren, damit wir nicht in Reichweite von allen Gegnern gleichzeitig kommen, sondern immer nur so ein oder zwei. Ja, und er zeigt uns hier natürlich, Kardinalsfehler, seine komplette Breitseite, während wir im spitzen Winkel auf ihn zulaufen. Und das müssen wir natürlich gleich bestrafen. 8000 Hitpoints. Ihr habt ja gesehen, wie man es machen muss. Oder ich habe es euch zumindest gesagt. Also so solltet ihr es nicht machen, weil da fangt ihr euch nur große Schellen ein. Wie gesagt, immer spitzer Winkel. So, jetzt dreht er natürlich auch bei, was es uns natürlich schwierig macht, gute Treffer zu landen. Ja, wir sind ein klein bisschen zu weit vorgefahren, deswegen drehe ich jetzt natürlich auch sofort ab. Nutze allerdings meine Hitpoints, um die zwei verbündeten Kreuzer, die da in meiner Nähe sind, entsprechend zu schützen. Und lenke somit den Gegner quasi ab und ziehe das Feuer auf mich. Weil ich kann das durchaus noch verkraften, da ich noch über 25.000 Hitpoints habe. Ich habe meine Reparaturfähigkeiten auch frei. Da kann man also durchaus machen. Und ihr seht, ich laufe wie gesagt immer spitzer Winkel. Ganz wichtig. Es erfordert zwar, dass wir manchmal Kurskorrekturen vornehmen, immer so 45 Grad Turns kreuzen. Und wir können dann auch nicht immer unbedingt zwangsläufig mit allen Geschützen schießen, aber lieber erstmal überleben, da kann man sich immer noch um den Schaden kümmern. Ja, und ihr seht, 5 Mann feuern hier auf mich und ich nehme eigentlich so gut wie keinen Schaden. So wirkt natürlich die Panzerung dann optimal. Oh, jetzt haben wir uns eine Klatsche gefangen. Ist aber noch nichts Schlimmes. Wir starten jetzt natürlich mal unsere Reparaturmannschaft, damit wir den Cooldown relativ wieder schnell freikriegen. Oh, die Tikuma hat einen Verbündeter schon versenkt. Also noch kurz eine Kelle auf die Kawachi. Schöner 5000er Hit. Das tut weh. Ja, wir haben jetzt natürlich viele Ziele zur Auswahl. Aber die St. Louis ist natürlich schon schön angeschlagen, da wird ein guter Treffer wahrscheinlich reichen, um die rauszunehmen. Also versuchen wir da mal unser Glück. Aber die wurde jetzt leider schon versenkt, glaube ich. Nee, da hinten fährt sie noch. Ah, dann haben wir sie leider verfehlt. Ja, der Gegner hat mittlerweile gemerkt, dass er bei mir nicht allzu viel ausrichten kann. Konzentriert sich jetzt doch lieber wieder auf die Verbündeten. Aber die einsame Kawachi, die da zu weit vorgekommen ist, steht natürlich jetzt im Kreuzfeuer von 5 Mann aus unserem Team. Und da geben wir natürlich nochmal einen mit. Und schießen leider drüber mit der zweiten Hälfte unserer Salve.
Ja, die wird jetzt ausbrennen und weg ist sie auch schon. Das heißt, wir können uns jetzt um unsere Verfolger kümmern. Da ist nochmal diese angefressene St. Louis. Bum bum. Erstmal nur mit 2 Kanonen statt mit allen 4. Ah, und es hat leider nicht gereicht. Also muss ich jetzt ein bisschen beidrehen. Und die anderen beiden. Ja. Und da haben wir ihn auch schon versenkt. Naja, schon ist gut. Ne, hat ein Weilchen gedauert, aber wir haben ihn natürlich klein gekriegt. Haben immer noch die Hälfte unserer Hitpoints. Reparaturfähigkeit ist bereit. Alles Bestes. Und wir können uns um die nächste St. Louis kümmern. Oh, das hat wehgetan. 10.500 Schaden. Und die Unterstützermedaille dazu. Also ihr seht, auf Kreuzern, da könnt ihr ordentlich Damage machen. Ja, in der Panzerung von der St. Louis sind wir jetzt leider, von der South Carolina sind wir leider jetzt abgeprallt. Ja, und wieder bieten wir dem Gegner unsere Hitpoints an, damit er auf uns schießt und die Verbündeten in Ruhe lässt, damit die in Ruhe ihre Arbeit tun können. Was natürlich nicht heißen soll, dass wir uns zu Klump schießen lassen, sondern wir versuchen natürlich schon, den Schaden, den wir dann nehmen, natürlich auch so gering wie möglich immer zu halten. Ja, nachdem wir jetzt hier von beiden ein bisschen was gefangen haben, schieße ich mich jetzt doch besser hinter die Insel zurückzufahren. Ja, und da spammt wieder einer mit HE. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass unsere Schadensbegrenzungsmannschaft gerade auf Urlaub ist. Beziehungsweise für die nächsten 30 Sekunden noch nicht zur Verfügung steht. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen vor uns hinbrennen. So, wir sind jetzt erstmal sicher vor gegnerischem Beschuss. Versuche jetzt auch erstmal hinter der Insel zu bleiben, bis das Feuer aus ist. Aber da ist das Gefecht jetzt leider schon vorbei. Naja, dann schauen wir uns mal noch kurz die Ergebnisse an. Ja, wir haben 138.000 Credits verdient mit Premium-Konto, Großkaliber und Unterstützer, was uns wieder 10 schöne 50% EP-Flaggen eingebracht hat. Diesmal leider nur 2 Zitadellentreffer, aber 4 Gegner versenkt. Von den Basiserfahrungspunkten her 1.152, bester unseres Teams. Sind wir eigentlich ganz gut zufrieden. Ja, und vom verursachten Schaden. Diesmal hauptsächlich AP geschossen und ja, 66.500 Schaden für T3, für ein Schlachtschiff. Durchaus eine respektable Leistung. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.